ihr Sizzler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier nicht in gewohnter Umgebung, sondern in Kroatien. Wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder so ein klein bisschen Urlaub. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und selbstverständlich wollen wir auch im Urlaub Videos drehen. Ja, heute zeigen wir euch Nudelsalat, unser allererstes Rezept vom Blog. Nie verfilmt, heute wird er verfilmt. An dieser Stelle liebe Grüße an unsere Freundin Anja, die uns das Rezept schon vor vier, fünf Jahren übergeben hat. Und es ist der weltbeste Nudelsalat ohne Mayonnaise. Wir schnibbeln jetzt erstmal und danach geht's wie gewohnt mit ein bisschen Belustigung weiter. Entertainment weiter, genau. Viel Spaß. Wir haben jetzt viel geschnibbelt, die Lauchzwiebeln, den Knoblauch, den Julian hier so schön fein gehackt hat, die Tomaten, wir haben Nudeln gekocht und so weiter. Jetzt brauchen wir noch Flüssigkeit und zwar brauchen wir 150 Milliliter Sonnenblumenöl. Jetzt habe ich hier einen großen Messbecher und einen kleinen, weil der große Messbecher hier zu grob skaliert ist, da kann ich nicht so gut mit abmessen. Und jetzt mache ich hier mal 150. Gebt das jetzt in den großen Messbecher. Ihr dürft das zu Hause gerne mit nur einem Messbecher machen, dann müsst ihr auch nicht so viel hinterher abspülen wie wir. Aber es hilft ja alles nichts. Jetzt kommt der Ahornsirup. Übrigens, wenn ihr eifreie Nudeln nehmt, habt ihr tatsächlich ein veganes Rezept hier, weil der Rest hier drin ist absolut tierfrei, tierproduktefrei. Jetzt geht dieser... Ich sag das Wort mit SCH jetzt nicht. Dieser doofe Ahornsirup. Wir sind hier im Urlaub, da schimpft man nämlich nicht. So. Also hier von 100 Milliliter. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber auf die 250 Gramm Nudeln ist das echt okay dann. Das genaue Rezept findet ihr natürlich auf unserer Homepage und das schon seit über 2 Jahren, weil es das erste Rezept überhaupt war. Wie bereits erwähnt. So. Jetzt kommen noch 2 Esslöffel Essig dazu. Wir haben hier einen Weißweinessig. Ich vermute mal, das funktioniert auch mit einem anderen Essig. So ein schöner Apfelessig oder so ist mit Sicherheit auch sehr lecker. So. Tausche ich das mal um. Und in die Flüssigkeit kommt jetzt der Knoblauch. Und an der Stelle muss ich ganz klar sagen, normalerweise haben wir einen Stabmixer und mixen das dann richtig durch, dass der Knoblauch richtig ja quasi püriert wird. Jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen, Bitterstoffe, oh Gott, pürieren niemals. Bei uns war der Salat noch nie bitter, hat immer funktioniert. In dem Fall lassen wir ihn aber fein gehackt, weil wir einfach keinen Mixstab jetzt zur Hand haben. Wenn man das richtig durchmixt, wird das auch so ein bisschen trüb und aufgeschäumt. Das ist ja immer sehr geil gewesen. Wir testen jetzt mal, wie es ohne Mixer ist. So, die Flüssigkeit lassen wir jetzt ein paar Minuten durchziehen und dann machen wir den Salat eigentlich schon so gut wie fertig. So, jetzt brauchen wir noch eine Sache machen und zwar die ganzen Zutaten zusammenmischen, würde ich sagen. So schaut's aus. Sind wir sogar schon fertig. Ich glaube, das könnte das kürzeste Video werden, was wir jemals gedreht haben. Weiß ich nicht, aber es ist definitiv ein sehr geiles, weil dieser Nudelsalat schmeckt echt mega. Ich freue mich auch schon drauf. Gerade bei der Hitze hier, wir haben so 28 Grad. Im Schatten. Deswegen sitzen wir auch im Schatten. So, jetzt kommen noch ein paar Flüssigkeiten dazu, die Hannes gerade schon hatte. Ja. Yeah. So. Und natürlich alles, was frisch geschnitten war. Soll ich da mal mit der Hand einfach reinlangen? Ich muss eh gleich mit der Hand durchgehen. Habe ich halt fertige Finger. Nein, guck mal. Frisch gewaschen, ich schwör's. Das riecht jetzt schon fantastisch. Ja, ein bisschen Grünzeug hast du auf den Boden geschmissen, das stört mich jetzt. Das musst du gleich wegmachen. Ja, das ist lustig.
So, alles einmal durchmengen. An dieser Stelle sei gesagt, wir werden jetzt den Rucola direkt unterheben. Der wird aber immer erst kurz vorm Servieren untergehoben. Sprich, ihr könnt den Salat, so wie er jetzt ist, vorbereiten und im Kühlschrank stehen lassen. Es schmeckt sogar noch geiler, wenn er so 2, 3, 4 Stunden ziehen könnte. Da wir jetzt Hunger haben und jetzt essen wollen, nehmen wir den Rucola direkt mit runter. Achtung! Jo. Rucola haben wir gerade nochmal abgespült. Was soll ich sagen? Ist egal was. Ach, Salz, Pfeffer. Willst du das nochmal eben schnell holen? Ich komme hier so schlecht durch. Du musst das jetzt holen. Dann rührst du nochmal eben weiter. Ich rühre weiter und du holst Salz, Pfeffer. So, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich schon mal einmal. Du sollst rühren. Ja. Ich wollte schon mal einen Test machen, bitte. Sagst du Stopp? So, ist gut. Und jetzt nochmal ordentlich Salz. Jo, reicht. Das sollte top sein. Sehr schön. Also, um es nochmal kurz zu machen, das ist einfach ein sommerlicher, frischer Salat ohne Mayonnaise, wo man ganz begeisterte Gesichter am Ende erntet, wenn man den mal mit auf einer Party dabei hat, weil viele immer sagen, oh, ich will nicht den Salat mit Mayonnaise essen, das ist mal eine super Alternative. Ja. Der freut sich auch immer größerer Beliebtheit bei uns auf dem Blog. Und deswegen war es für uns wichtig, mal zu sagen, wir machen mal eine Beilage, mal nichts mit Grillen. Und ja, gehört eine dazu. Beilage zum Grillen. Übrigens gerade diese getrockneten und sonnengereiften Tomaten in Öl sind der Wahnsinn. Und ich probiere jetzt einfach. Du hast doch gerade eben schon gegessen. Kann man sich reinlegen, definitiv. Ja, also wir haben ihn bestimmt schon 20 Mal oder mehr gemacht und gegessen. Er ist immer wieder geil. Unsere Empfehlung, macht ihn nach und sagt uns, was er davon haltet. Schreibt genau, gerne einen Kommentar auf dem Blog dazu. Gerade da sind wir sehr auf Feedback gespannt, weil es wie gesagt ein Rezept ist, was nicht jeder kennt, wo ihr Gäste mit überraschen könnt, was zwar in dem Fall heute nichts mit Grillen wird, aber nächsten Freitag gibt es wieder richtig schön Fleisch. Also. Vielleicht auch schon am Dienstag übrigens. Ach ja, wir haben heute Freitag. Ne? Ja, heute ist Freitag. Dann nächsten Dienstag. Macht's gut, ciao.